Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hybris zusammen mit dem McManus. Hallo und den Items. Hallo. McManus! Ja. Manus, da ist eine Wand. Da ist eine Möhre. Möhre, da ist eine Wand. Das ist jetzt die McManus-To-Do-Wand. Ja, und oh, das ist P super. Bedeutet die Prioritätsstufe. Priorität 10 ist hoch, ja. Also Priorität 1 ist nicht so hoch. Nein, genau. 1 ist nicht hoch und 10 ist hoch. Ich war erst letzten Monat durch. Naja, Priorität 10 hat ja auch das da erstmal. Okay, also einen Harvester bauen, ja? Ja, ja, ja. Machst du Harvester, super. Katze? Machst ich du Harvester, baue einen Harvester. Ich bin vorhin so 12 Mal gestärbt übrigens. Bin vorhin schon mal online gekommen, was? Um abzuernten. Damit es nochmal wächst währenddessen. Leider sind hier die Zombie-Pigments und ich mag keine Zombie-Pigments. Deswegen bin ich hingegangen und habe die Zombie-Pigments getötet. Und ein paar von ihnen. Bestimmt von Mindfactory Reloaded, ne? Ja, genau. Den von Mindfactory Reloaded. Das ist ganz toll. So, da muss ich mal schauen, was wir so Schönes haben. So, jetzt natürlich muss ich gerade überlegen. Ich hab einen Teil davon schon mal vorgefertigt. Was wir jetzt aber heute machen werden, ist einen Mining Well. Okay. Und dafür brauchen wir einmal das da. Dafür brauchen wir einen Inscriber. Das habe ich gar nicht bedacht. Inscriber. Dafür brauchen wir Ding. Oh nein, das ist nicht machbar. Verdammt, okay, dann muss ich weiter Handarbeit anlegen. Schade. Und ich habe gesehen, da sind noch 21 Solarpanels bei uns im Crafting-Gedöns. Ja, warum? Die sollten weiterverarbeitet werden zu der nächsten, ne? Genau. Warte mal, geht das schon? Na klar, gucke, 3 Harden. So, schön. Schön. Redstone. Brauchen wir ein bisschen. Soll ich die nach draußen auch? Ja, die könnte ich eigentlich nach draußen. Haben wir noch Kabel? Ja. Katze hat sie nicht gestohlen. Ich hab noch Kabel. So, dann gehe ich erstmal fix noch die Solarpanels aufstellen. Und dann bauen wir ein Harvester für die Mieze-Katze. Aber yeah. Du willst mit dem Harvester keine Schafe hinstellen und was dann unendlich viel Schafe und die mit dem Harvester abernten und dann unendlich viel Wollknäus machen. Katzen lieben noch Wollknäus, also Wolle. Nein, vor allem, weil wir dafür einen Rancher bräuchten. Aber ist eine tolle Idee, ist das nächste, was wir bauen. Okay. Ich mag Wollknäus. Denke ich doch. Wusste ich's doch. Ja, aber war nicht der Plan, den hast du mir gerade ins Kopf geflüstert. Eine schöne Wollknäuelmaschine. Ah, jetzt habe ich Lust auf Wollknäule. Warum macht denn der nichts? Oh, der hat keine. Der hat. Ach so, warte, was? Der braucht Quizet Öl? Er braucht. Der Carpenter? Ja. Nein, der braucht kein Quizet Öl. Der braucht Wasser. Warum Wasser? Normal braucht er Wasser. Ja, aber der kann auch mit anderen Sachen arbeiten, kann das sein? Wüsste aber nicht, warum wir Wasser ersetzen sollen, davon haben wir unendlich. Dieses komische Öl ist auch voll viel da. Ja, aber das ist teurer herzustellen. Da müssen wir Kohle für verarbeiten. Ein bisschen. Ein bisschen. Wasser generieren wir aus dem Nichts. Kohle müssen wir Sachen bauen. Das ist nicht ein Fall von ein bisschen. Doch. Nein, böse. Das ist kein Fall von ein bisschen, Manus. Sehr, sehr doch. Böse. Wir haben nur ein Obsidian wieder mal. Oh. Sicher? Nicht. Hast du nicht noch einen zusätzlichen Drain gekauft, gebaut, gemacht, getotet, toten tun? Was habe ich gemacht? Hast du nicht noch einen zusätzlichen Drain gebaut gehabt? Smeltery Drain, den du oben drauf gesetzt hast vor ein paar Folgen? Irgendwo habe ich den gemacht, ja.
Warte mal. Weil dann kannst du mittlerweile Obsidian in der Schmelze machen und es dann einfach gießen. Okay, wie geht denn das? Indem du einen von unseren Portable Tanks nimmst. Ja. Der leer ist am besten. Da tust du erstmal Wasser rein. Und machst ihn einmal komplett voll, tust da Wasser rein, dann lässt du das Wasser über den, also indem du den Tank auf den Drain stellst, lässt du das Wasser dann in die Schmelze laufen, okay? Mach ich erstmal, dann geht's weiter. Genau. Und aber nur dieser Smeltery Drain reicht aus, um da was reinlaufen zu lassen? Ja. Ein Smeltery Drain kann sowohl Sachen ausgeben als auch einlassen. Aber. Ich überlege gerade, wie ich das denn hier reinkriegen soll, weil der Smeltery Drain schaut ja nach vorn. Ja, aber der nimmt auch von oben an. Ich habe den ja extra damals gesagt, du sollst den oben draufstellen. Der nimmt von oben an. Auch ach so, du gar. Okay. Okay. Wäre auch ganz so schlau wie Katze. Und die Tanks gehen mir automatisch nach unten. Du musst nicht so viel fragen. Blups, weg ist es. Aber Katze musst du auch schon fragen früher. Okay. Also am Anfang, wo er angefangen hat. Wir haben eine Menge Wasser jetzt drin. Ja, und jetzt holst du nochmal die gleiche Menge an Lava. Hm, alles klar. Und dann musst du das Zeug nur noch rein und dann müsst sich's drin mischen. Okay. Das ist cool. Gefällt mir. Das ist sehr dunkel. Bist du gerade noch in der Nähe von dem Bettchen? Ja, mach ich. Moment. Sehr dunkel. Zack. Da. Super, Und einmal geschlafen. Sehr cool, dankeschön. Molten Obsidian. Na dann, her damit. Genau, das dann einfach im Blockcast raushauen. Jo. Sehr cool. Ja, ist auf jeden Fall mal ein leichterer Weg. Und das kam, glaube ich, aus deiner Community, der Vorschlag damals, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Richtig, vom Bunny, glaube ich. Genau. So, naja, dann tun wir das hier noch crushen. Einmal. Und dann haben wir ja erstmal zumindest das noch. Ach, ein Iron Chipset. Siehst du, den hätten wir auch schon anschmeißen können. Aber wir gucken erstmal, ob vielleicht noch ein Iron Chipset. Oh, wir haben noch 3 Stück. Sehr schön. Her damit. So, ich muss gerade mal alle Bäume fällen, Leute. Da holen wir kurz die richtige Axt. Und ich weiß, es ist ultra lahm, dass ich das hier die ganze Zeit immer in den Folgen, in den letzten Folgen mache, aber es gehört dazu. Und genauso lahm finden es andere Leute, eben andere Dinge zu tun. Außerdem können wir dabei ein bisschen über Sachen reden. Ja. Das ist immer ganz cool. So. Ein Gier braucht 4 Dings, ne? Genau, ein Gier braucht 4, richtig. Ein Gier braucht 4. So, das heißt, wir brauchen... Oh, lol, wir brauchen noch Dance. 3, 2, 1. Da, jetzt ist sie da. Katze packt den Wand, jetzt. Oh, ich bin so froh, wenn wir das fertig haben. Was ich hier gerade mache. Das? Ja, wenn wir das fertig haben, dann... Das ist so super. Dann kann ich endlich anfangen mit den großen Projekten. Mit dem ersten. Mit einem der ersten. Das ich im Kopf habe. Neulich war es ja relativ gut, weil ich muss euch erzählen, neulich nach dem Livestream, am Donnerstag, ich war so fertig mit der Welt. Die Vorhänge, die da produziert wurden, ich war so müde, ey. Das war einfach hart, weil ich,
Ich hatte da, ich war irgendwie seit 3 Uhr nachts oder so wach an dem Tag und da warst du wirklich müde, ey, das stimmt. Ja, war eine müde Katze. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen 2 Inver-Äxte. Ja, wie toll. Wir wollten schon immer Inver-Äxte. Echt? Du wolltest Inver-Äxte? Cool. Wir brauchen Gold-Gears. Yeah, ich wollte schon immer Gold-Gears. Hey, was für ein Zufall. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Request. Und eine Katze. Dum, 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 dum. Wir haben alles weg. Ja, wir haben alles weg. Aua. Seid ihr das? Das Poison Ivy ist das. Schlimm sowas, ey. Erstmal das ganze Poison Ivy wegmachen. So. Yeah, ein Dance Bar. Wir haben keinen Stil mehr. So. Ja, Stil können wir ja herstellen. Muss ja nur Eisen holen. Ja. So. Gold. Oh, Gold war fertig, oder? Ja. Zack, die Bohne. Bei Gold Gears, dann können wir. Oh, wir können das mal den machen. Moment. Im Assembly Table. Das da rein. Das. So. Toe. Tip, tip, tip. Juhu. 2 haben wir auch. So, dann haben wir das auch und oh, jetzt brauchen wir noch eine Reception Call. Ist aber einfach. Gott sei Dank. Reception Call ist wirklich leicht. What? Husten des Manus ist Husten des Manus. Okay, das. Warum kommt dir nichts an? Oi, oi, oi. Oh, ich bin schon wieder fast down vom Essen her. Hm. So. Was bist du down? Vom Essen her. Ach so. Deswegen, ich habe es gar nicht richtig gecheckt, bis zu dem Moment, wo das Essen fast weg war. So, da wollen wir doch erstmal das Ganze wieder ein bisschen Schwung bringen. Was wir aber noch brauchen, sind immer noch die Inver-Extra. Oh Mann. Okay, das Inver dafür haben wir sogar noch. Ups. So. 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 Und jetzt pump mal ab hier. Pump it up. Hey yo, pump it up. You gotta pump it up. And hey yo, pump it up. You gotta pump it up. Und wir brauchen eine Schere. Ein bisschen eine Schere. Sharon! Jetzt haben wir aber. Ey, du willst mich doch schon wieder ärgern. Ja, gerne. Warum? Was denn? Ja, wir brauchen Fuel dafür. Für was? Wir brauchen einen Bucket Fuel Rocket. Rocket für was? Fuel. Den Harvester. Warum? Weiß ich nicht. Welches Teil soll das denn sein? Plastik-Sheets. Oh, das war das, stimmt. Die Plastik-Sheets waren ja bösartig herzustellen. Wie kamen wir denn an Fuel dran?
Das Problem ist auch, warte mal, Sawdust kann ich mir machen im Pulverizer. War davon schon was? Nee. Machst du mal ein Watt am besten. Das brauchen wir so oder so. Dann ein neues To-Do von dich als Stufe. Moment. Hey, was steht's mit dem Holz? So, Pulverizer. Oioioioioi. Okay. Brauchen wir einmal Compressed. Oh, da fehlt noch eins. Brauchen noch ein Holz. Do it. Thank you. Wuhu. So. Terraforming, Katze. Schon wieder. Immer noch. Das. Aber wenn wir das fertig haben, können wir endlich die ersten drei großen Projekte für mich anfangen. Wir haben keinen Rubber mehr. Rubbly Bubble. Rubber habe ich. Haben wir draußen Rubberbäume? Nicht mehr, aber ich habe Rubber. Oh. Dann komme ich mal raus. Okay. Frag mal freundlich, ob ich das krieg. Na, wenn du freundlich fragst, werde ich dir ins Gesicht treten. Okay. Bist du einer, der freundlichen Menschen ins Gesicht tritt? Nein, nein. Warum rennst du weg von mir? Mach ich nicht. Sammel die Sachen ein. Wer rennt denn weg vor dir? Ich guck mal gerade, ist da noch was drin? Nee, okay. Das ist alles, was ich habe. Aber ich kann dir die Setzlinge geben, die kannst du dann, obwohl, wo willst du die denn pflanzen? Die müsstest du dann vorne auf der geraden Fläche pflanzen, wenn du willst. Davon haben wir noch ein paar. Hier, ich gebe dir mal die Hälfte von meinen. Ich bin schon wieder weg. Tschüss. Aber ich mach das dann gleich, im System sind auch noch viele Setzlinge. Okay. Das sind halt die Rubber Saplings, gell? Jupp. So. Also jetzt einfach Rubber zweimal durchschmelzen, dann haben wir Plastik. So, und dann brauchen wir noch Rocket Fuel. Was soll ich jetzt bauen? Ach, was? Ja. Die Harvester abgebrochen. Also nicht abgebrochen, aber erstmal auf Hold momentan. Hold. Was von Ender.io? Ja, ne? Nee, genau, von Ender.io. Das ist das Richtige. So, hier brauchen wir die Trennlinie, sonst haben wir nämlich das Mycelium, das sich die ganze Zeit mit dem Gras hier bekriegt. So. Schlafendes Manus? Yo. Danke. Bitteschön. Das. So. Wir brauchen keine Harvester, sondern wir müssen gerade mal gucken, was wir zum Reparieren davon brauchen. Iron. Iron kriegen wir hin. Haben wir, glaube ich, hier noch eine Schmelze. Ja, haben wir. Erwischt. Tom. Dann nochmal 4 Holz. Dieses Rest Sawdust machen könnten. 4-mal. Weil wir brauchen ja 2-mal Plastik. So. 2-mal. 2-mal.
Achso, das Sawdust ist, können wir glaube ich auch einen Pulverizer herstellen, oder? Indem wir Holz da pulverisieren. Geht das? Richtig. Ja. Wenn nicht, müssen wir da halt eine Sawmill herstellen. Noch. Nee, hab ich schon gemacht. Eine Sawmill? Nein, im Pulverizer das gemacht. Achso, okay, cool, das ging. Das funktioniert, das ist kein Problem. Sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr cool. So. Tschüssi, Glas. So, dann wollen wir uns mal. Tschüss, Lars. In der nächsten Folge The Van widmen. Was? Irgendwie verarschen die mich hier. Die nächste Folge ist schon wieder angebrochen. Oh mein Gott. Leute, wir kriegen das hin, Leute. Ich weiß, es ist sehr viel Terraforming, aber ich werde euch nachher noch nächste Folgen erzählen, was wir genau hier hinbauen werden. Es wird toll. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, Senoritas, Senores, schaut auf jeden Fall bei Manus vorbei, der ist unten verlinkt. Und gebt dem Video und doch bald. Eine. Ja, Dankeschön. Gebt dem Video doch eine Bewertung. Und einen Kommentar für Schi. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.